heiß und frisch, wie Mais, Reis und Fisch. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das für heute geplante Thema, morgen ist ein besonderer Tag, das verschieben wir. Wir machen heute die Sendung auf und sind ganz frei und offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben und so kurz ein paar Sätze zu eurem Thema formulieren. 0800 220 50 50 und der erste Anrufer heute Nacht, das ist der Kai und Kai ist 25. Hallo Kai. Ja, hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, also wie gesagt, es geht eigentlich um das Thema von gestern noch. Ja. Aber ist ja egal, kann man ja trotzdem machen. Wie gesagt, also ich habe morgen eine Begegnung. Ja. Und zwar treffe ich meinen Vater. Ja. Und das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, aber die Situation ist natürlich ein bisschen prekärer. Warum? Ja, ich bin Adoptivkind. Ja. Und wie gesagt, mein leiblicher Vater, habe ich erfahren, hat damals meine Mutter getötet und deswegen bin ich zur Adoption freigegeben worden. Dein leiblicher Vater hat deine leibliche Mutter getötet? Ja. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr ein Dreivierteljahr, so wie ich es erfahren habe. Mhm. Und dann bist du zur Adoption freigegeben worden? Richtig. Und bist da bei Adoptiveltern aufgewachsen? Richtig, ja. Und auch, ich möchte mal betonen, sehr gut aufgewachsen. Wollte ich gerade fragen, ob das eine gute Zeit für dich war, das war gut. Also, ich denke mal, so wie ich es jetzt erfahren habe, also besser hätte es nicht laufen können. Warum hat dein Vater, ich nenne ihn jetzt mal so deinen Vater, weil er ist ja auch dein Vater, deine Mutter umgebracht? Ja, darüber weiß ich leider nichts und hoffe, darüber morgen mehr zu erfahren. Ist natürlich schwierig. Also du hast in all den Jahren keinen Kontakt mit dem Vater gehabt? Nein, erst seit letztem Jahr September. Wie kam dieser Kontakt zustande? Ich habe ihn gesucht. Du hast ihn gezielt gesucht? Ja, ich habe ihn gesucht, also man muss das anders erzählen. Ich habe mit 10, 11 Jahren, weiß ich mal ganz genau, habe ich erfahren, dass ich adoptiert worden bin. Meine Adoptiveltern, oder ich nenne sie nicht meine Adoptiveltern, meine Eltern, ja, haben mir erzählt, dass ich adoptiert worden bin. Mhm. Und mit 16 haben sie mir dann erzählt, diese schreckliche Nachricht hier, warum ich adoptiert worden bin. Ach so. Hm. Woher die das wussten, keine Ahnung. Das haben sie dir nie erzählt? Na, bis zu meinem 16. Lebensjahr nicht. Nee, die haben dir hinterher auch nicht erzählt, woher sie das wussten? Nee, ich hab wahrscheinlich auch in dem Sinne eigentlich, ja stimmt, nie nachgefragt, aber für mich war einfach nur das Ding, was hätte er überhaupt, man kann ja weiterspinnen, was hätte ja noch mehr passieren können oder so jetzt. Mhm. Dann hast du deinen Vater gezielt gesucht voriges Jahr und dann auch gefunden. Ja, also ich habe es über das Jugendamt probiert. Ja, nur hat das aber dann lange gedauert. Voriges Jahr, im September sagst du, hast du ihn gefunden? Nein, ich habe Mitte August habe ich Kontakt zum Jugendamt aufgenommen und das hat gar nicht lange gedauert, ungefähr 2 Wochen. Ja. Und die hatten sogar Telefonnummer, alles da. Und wann hast du ihn denn gefunden? Im letzten Jahr noch oder jetzt? Ja, letztes Jahr, September dann. Ach doch, letztes Jahr im September, wie ich gerade sagte. Wie kommt es, dass du ihn dann erst jetzt triffst? Ja, also wir hatten E-Mail-Kontakt, E-Mail und Schriftverkehr. Kein Telefon? Nein, ich hatte eine Telefonnummer, aber ich hatte wahrscheinlich auch irgendwie zu viel Angst, mit ihm zu telefonieren. Verstehe. Ja, es ist. Und dann ging das dann so Wochen und Monate lang hin und her, Briefkontakt, Mailkontakt. Richtig.
Er hat sich in diesen Mails und in den Briefen zu der schlimmen Tat noch nicht geäußert. Er weiß nicht, dass ich über diese Tat Bescheid habe. Er weiß nicht. Und du hast es auch so hinter den Berg gehalten, dass du das weißt. Also er weiß nicht, dass ich darüber Bescheid weiß. Jetzt ist natürlich der Tag morgen. Wie spektakulär. Wie spektakulär, wenn du morgen diesen Mann triffst. Der morgen und mittlerweile kriege ich immer mehr Muffensausen, weil ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist. Ich weiß ja auch nicht. Was hast du denn für einen Eindruck von dem Schreiben? Da hat man ja auch schon einen Eindruck von dem Menschen. Wie formuliert der so? Was meinst du, was da so hintersteckt? Von dem Schreiben her eigentlich einen sehr positiven. Aber wie gesagt, wenn das stimmt und ich weiß, dass er wohl 17 Jahre im Gefängnis saß und ich glaube, die saß ja nicht umsonst. Ich will nochmal fragen, dass er das getan hat, das weißt du hundertprozentig? Ja? Nein. Nein? Naja, was heißt hundertprozentig? Na klar, ich glaube mir jetzt mal meinen Adoptiveltern. Ja. Also mehr Informationen habe ich dazu nicht. Und von wem weißt du, dass er so lange im Gefängnis gesessen hat? Das hat mir, ich habe ja mit dem Jugendamt gesprochen. Und er muss wohl vorher woanders gewohnt haben. Ist wohl irgendwie dann nach Frankfurt. Also er wohnt in Frankfurt, hatte ich das schon erzählt. Haben die das denn gesagt? Hat das Jugendamt dir das gesagt, dass er 17 Jahre im Gefängnis gesessen hat? Ach, saß in Haft. So wurde mir das auch gesagt. Sassenhaft, ah ja. So, wohnt er von dir weit entfernt? Ja, ja, das sind 600 Kilometer. Und wo trefft ihr euch? Bei dir oder bei ihm? Nein, wir haben es dann mal so vereinbart, da ich in Frankfurt auch nicht auskenne, werden wir uns am Bahnhof treffen. Er lebt in Frankfurt? Ja, zentraler Punkt. Ja. Und dann werden wir mal weitersehen. Und dann kann man in ein Café, in ein Restaurant irgendwo kann man hingehen. Ich habe gedacht, wenn ich nicht auf der Hälfte der Strecke wieder umkehre. Also, das kann ich verstehen, dass dir das Herz schlägt. Ja, das ist wirklich ein ganz unfassbar wichtiger Tag morgen. Ja, eben. Und ich weiß jetzt auch nicht, soll ich das machen? Und man weiß ja auch nicht, ist der Mann gefährlich oder ist er nicht gefährlich? Ich kenne ihn ja nur über, sagen wir mal, Buchstaben auf dem Computer oder... Naja, also du triffst dich ja in einem öffentlichen Rahmen und Raum mit ihm und... Da hätte ich jetzt nicht so die Bedenken. Was ich gut verstehen kann, ist einfach eben mit dieser Wahrheit und deiner Vergangenheit und dieser wahrscheinlich von ihm begangenen furchtbaren Tat konfrontiert zu werden. Es geht ja immerhin um deine Mutter, um deine leibliche Mutter. Ja, ich muss sagen, ich muss das ein bisschen anders ausdrücken. Ich habe jetzt direkt zu meinen leiblichen Eltern ja überhaupt keinen... eine persönliche Beziehung. Natürlich nicht, aber es sind ja schon, na klar, aber irgendwo sollte er sich schon mal im Klaren sein. Ich meine, es hätte ja mit mir sonst was passieren können. Ich bin in eine gute Adoptivfamilie gekommen, aber ich meine, was... Ja, und wahrscheinlich hast du dir auch schon Gedanken gemacht, was er vielleicht auch mit dir hätte tun können. Ja, zum Beispiel, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja, alles Mögliche ist... Das weiß man ja alles nicht und das wollte ich gerne mal... Ich weiß auch nicht, ob er irgendwie in Behandlung war oder so. Ich meine, das ist ja irgendwo eine kranke Tat. Sag mal, Kai, planst du da alleine hinzufahren morgen? Ja. Also ich glaube... Meine, ich kann auch sagen, ja, meine Adoptiveltern, die haben ja abgeraten davon. Sie haben wahrscheinlich auch Angst um mich. Aber ich weiß nicht, was sagst du dazu? Ich vermute mal, dass der Drang in dir so groß ist, du hast ja immerhin eine ganze Menge unternommen, diesen Mann zu finden, hast dich jetzt viele Wochen und Monate mit dem auch schriftlich schon auseinandergesetzt, dass da eine berechtigte Neugierde ist. Was? Ja, also würde ich nennen, Neugierde, richtig. Ja, eine berechtigte auch, finde ich. Was mit dir, das sind immerhin deine Wurzeln, was da geschehen ist. Deswegen finde ich das eigentlich gut, was du da machst. Ich hatte nur gerade gefragt, ob da jemand bei ist. Der müsste ja nicht bei dem Gespräch dabei sein, aber der dich dann vielleicht so ein bisschen auffängt, wenn das Gespräch vorbei ist. Kannst du das nicht arrangieren, dass da noch jemand Nahestehendes mitkommt? Ja, ich muss mal sagen, ich habe mit meiner Freundin geredet und hatte
hatte ihr aber eigentlich gesagt, dass ich nicht mitfahren soll, weil ich das gern allein durchziehen wollte. Ja, das Gespräch mit ihm musst du auch alleine führen. Aber das wäre vielleicht ganz gut, wenn man sich dann so verabredet, so in 2 Stunden da und dort, und dass dann jemand ist, mit dem du reden kannst. Weil ich denke mir gerade, wenn du mit dem Mann gesprochen hast, das wird wahrscheinlich sehr aufwühlend für dich sein. Und dann sitzt du alleine im Zug in deiner Heimatstadt, Stunden und Stunden. Da wäre es dir, vielleicht würde es dir besser gehen, wenn ein vertrauter Mensch bei dir wäre, mit dem du dich dann aussprechen kannst. Das ist meine Überlegung. Ja, es kann sein. Ich, wie gesagt, ich weiß es auch noch nicht. Mittlerweile ist es bei mir auch schon wieder so, weil ich weiß noch gar nicht, also ich will schon hinfahren, aber ich bin schon wieder hin und her gerissen irgendwo. Also es ist ganz schwierig, aber wie gesagt, ich sage mir auch, wenn ich es morgen nicht oder wie genau heute nicht mache, wann dann? Ich glaube auch, wenn du es morgen absagst, wirst du den Drang in ein paar Wochen danach verspüren, es doch machen zu wollen. Also ich glaube, dass die Konfrontation schon in Ordnung ist und gut ist. Wenn ich mal fragen darf, was würdest du ihm sagen, wenn du in meiner Situation sagst, wie würdest du ihm gegenübertreten, gleich konfrontieren mit der Sache oder? Ja, ich glaube, das ist so gravierend, dass ich da nicht lange Smalltalk machen würde mit ihm. Ja, das würde ich tun. Weil das ist ja das, was dir, glaube ich, auch am meisten am Herzen liegt. Was ist da an furchtbarem Geschehen damals? Eben. Ja. Was ist da geschehen? Warum ist es geschehen? Vielleicht auch besser, um meine Angst jetzt nochmal wegzumachen, dann ist es vielleicht auch besser in einem öffentlichen Raum, falls man weiß ja nie, was unbedingt, ja. passieren könnte, ja, wenn ja. ich jetzt bei ihm zu Hause wäre oder so. Nein, in einem Café. Ihr solltet in einen öffentlichen Raum gehen, finde ich. Ja. Da fühlst du dich auch sicherer und es ist für dich angenehmer, glaube ich. Na gut, dann wollen wir mal sehen. Also Kai, schwierige Mission. Vielleicht können wir ja die Tage nochmal telefonieren miteinander. Dann erzählst du uns, wie es gegangen ist. Vielleicht sogar morgen, wenn du das möchtest. Könnten wir machen. Dann? Also wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich morgen zu Hause bin, aber ich denke, es ist erst 1. Ja, okay, dann können ja meine Kollegen dich nochmal versuchen zu erreichen. Und wenn du das nicht möchtest, dann reden wir natürlich nicht darüber. Aber wir ja, können... Das ist eine ganz prekäre Situation im Moment. Und ich, wie gesagt, ich denke schon, ich ziehe das durch. Mhm. Und vielleicht ist es auch so, dass weil meine Freundin, die hat ja auch Angst um mich. Mhm. Irgendwo, weil die weiß ja auch nicht näher. Also ich muss sagen, sie weiß im Endeffekt genauso viel wie ich. Also weißt du, um mal auch noch uns noch ein bisschen abzusichern, weil mehrere Meinungen sind immer besser als eine Meinung, würde ich dir gerne auch noch die Meinung von meiner Psychologin anbieten, wie du das morgen alles machen sollst. Na, wenn das hilft. Ja, du kannst es dir ja mal anhören. Du musst ja nicht so lange mit ihr telefonieren. Ja, könnte ich machen. Ja? Und dann kann man ja vielleicht morgen, wenn vielleicht ist es ja auch ein ganz positives Gespräch mit ihm. Vielleicht. Und dann würden wir. Aber uns wie gesagt, ich habe mir auch schon eins geschworen und ich hoffe, das wird nicht anders. Also wie gesagt, also es sollte bei einem Kontakt bleiben. Ja. Also, wir gucken jetzt mal. Jetzt legst du mal bitte auf und dann ruft die Sabine dich nochmal an. Und wegen morgen, da überlegen wir dann im Hintergrund, ob wir das dann nochmal machen. Wenn du morgen reist und, also ich glaube, ich würde es machen. Ich würde es machen. Wünsche ich dir ein gutes Gelingen für morgen. Alles klar, dann bedanke ich mich bei dir. Alles Gute, lieber Kai. Danke. Tschüss. 0800 220 5050, unsere kostenfreie Telefonnummer für euch. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann wählt diese Nummer. Dann erreicht ihr uns hier live im Radio, im Fernsehen. Oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Nadine. Nadine ist 32. Hallo Nadine. Hallo Domian. Hallo Nadine. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um das Thema, was vorgestern gelaufen ist. Und zwar, glaube ich, ich würde gezwungen. Ich habe, da war gerade eine Störung in der Leitung. Sag nochmal. Das Thema, was vorgestern gelaufen ist? Ja. Zu dem Thema, ich wurde zur Lüge gezwungen. Ah ja, genau. Hatte ich eigentlich angerufen. Ja. Und die haben mich jetzt zurückgerufen und das fand ich ganz toll. Ja. Auf jeden Fall, es ging halt darum, bei mir, ich wurde als Kind von meinem Großvater missbraucht. Wie alt warst du da?
Das ging über Jahre, das ging über 4 Jahre, da war ich so zwischen 8 und 12 Jahren alt. Ja, vom Großvater, vom eigenen Großvater. Ja, das ist so ein Thema, und zwar zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass ich adoptiert bin. Hm. Und das war halt, das Schlimme daran war halt noch nicht immer, beziehungsweise sehe ich das heute so, das Schlimme daran war für mich, was danach passiert ist. Hm. Also der Großvater hat dich im Alter zwischen 8 und 12 sexuell missbraucht. Ja. Regelmäßig. Wenn meine Eltern zum Beispiel nicht zu Hause waren, hat er auf uns Kinder aufgepasst, ja. Auf meinen jüngeren Bruder und mich. Und hat er das mit dem auch gemacht? Nein. Er hat ihn meistens, also sobald mein Bruder ein bisschen sprechen gekonnt hat oder sich wehren gekonnt hat, mein Bruder ist 7 Jahre jünger wie ich. Mhm. Ach so. Mhm. Und hat er... Also immer wenn die Eltern dann weg waren, dann hat er das getan. Genau. Ja. Mhm. Hat er dich, kann man sagen, dass er dich vergewaltigt hat all die Jahre? Ja. 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 Also er hat mit dem kleinen Kind Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Mhm. Und das ging dann bis zum 12. Lebensjahr. Wieso hat das dann aufgehört? Und zwar, das ist so ein Tag gewesen, den werde ich wahrscheinlich nie vergessen in meinem Leben. Mhm. Und zwar, damals lief noch im ZDF diese Show da, Teleakademie oder Teleillustriert oder wie die. Mhm. Mhm. Und die habe ich mir angeguckt, weil meine Oma und meine Mutter im Publikum gesessen hatten. Mhm. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt war mein Vater arbeiten. Mhm. Und mein Opa hat wie immer auf uns sozusagen aufgepasst. Mhm. Und ja, während dem ganzen Treiben, sage ich jetzt mal so, kam plötzlich mein Vater. Ach so, also diese Show lief? Diese Show lief. Und der Opa hat... Und der Opa war im Wohnzimmer, ich war auf der Couch gesessen. Ja. Er hat vor mir gesessen, beziehungsweise ja, also hat Dinge getan, wie gesagt, die ich ja eigentlich nicht wollte. Ja, also dieser sexuelle Missbrauch, die Vergewaltigung hat stattgefunden, während diese Show im ZDF lief. Mhm. Ja, genau. Und dann ganz plötzlich hat mein Vater in der Tür gestanden. Ach. Und ich bin dann auf jeden Fall, bin ich in Panik, ich bin rausgerannt, bin in mein Zimmer gerannt, hab mich eingeschlossen und hab geheult und hat Angst gehabt, dass ich ins Kindergefängnis komme, so wie es mein Opa immer gesagt hat. Der hat damit gedroht, wenn du sprichst, dann kommst du ins Kindergefängnis. Ja, genau. Mhm. Und ich hab mich, wie gesagt, auch schuldig gefühlt. Wie hat der Vater reagiert? Mein Vater, der hat ihn vom Hof geschlagen. Der hat ihn vom Hof geschlagen? Wir hatten einen Bauernhof und der hat ihn regelrecht vom Hof geschlagen. Mhm. Wenn es nach meinem Vater gegangen wäre und nach vielen Verwandten von uns, die wären sofort zur Polizei gegangen. Wie hat denn der Opa reagiert dann deinem Vater gegenüber? Mein Opa, der hat so ungefähr 2-3 Tage später gesagt, also ich weiß nicht, was er an dem Tag gesagt hat, an dem Tag hat er wahrscheinlich gar nichts mehr gesagt, aber 2-3 Tage später waren wir auch dabei gewesen, die wollten unbedingt, dass ich mitkomme, ich wollte es überhaupt nicht, waren wir bei meinen Großeltern und die wollten da eine Aussprache machen und wie man das in Zukunft regeln. Mhm. Und da hat er gesagt, mit der kann man es ja machen, die gehört ja nicht zur Familie. Und so habe ich erfahren, dass ich adoptiert bin. Ach du lieber Gott, das wusstest du vorher noch nicht? Nein, das wusste ich vorher nicht. Das heißt, du hast dieses Grauen erleiden müssen von und durch den Großvater und hast dann auch noch in dieser Extremsituation erfahren, dass du adoptiert bist. Ja, wie gesagt, er hat wortwörtlich gesagt, ich kann es ja mit der machen, die gehört nicht zur Familie. Wie hat denn da, um Gottes Willen, und mein Vater hat gesagt, du gehörst auch nicht zur Familie, du bist nur, das ist ja Stiefvater von meiner Mutter gewesen. Mhm. Und da hat mein Vater gesagt, ja, du gehörst eigentlich auch nicht zur Familie. Und wie gesagt, ist einfach... Was ist denn daraus geworden? Ich meine, das ist ja nur was, ein ganz schlimmes Verbrechen ist ja statt... Daraus geworden ist nichts. Nichts. Also es wurde nicht mehr drüber gesprochen. Der Großvater wurde nicht angezeigt? Nein. Verkehrte der denn weiter dann in eurem Haus? Ja. Er verkehrte sogar weiter in dem Haus? Ja. Und deine Eltern haben nichts dagegen gesagt?
versucht, jede Situation auszunutzen. Und wenn es nur 5 Minuten war, wo ich mit ihm alleine war, ich habe versucht, jedes Mal wegzulaufen. Und wenn es nur 2 Sekunden war, die er mit mir alleine war, hat er schon versucht, mich anzufassen. Ist ja unfassbar. Aber er hat es dann nicht mehr, es ist ihm dann nicht mehr gelungen. Nein, nein. Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich, ja, das ist ja eine ganz erschütternde Geschichte. Es ist eigentlich auch das Schlimmere für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Familie sozusagen nicht hinter mir gestanden hat. Die Familie hat nicht hinter dir gestanden, ja. Nein, das ist das Schlimme. Mutter, und das Schlimme ist, meine Mutter, die hat mich als Hure betitelt und hat gesagt, du wolltest das ja. Das sagt dir ein kleines Mädchen. Die Frau gehört auch hinter Schloss und Gitter. Wenn ich sowas höre, kommt einem schon der Zorn hoch. Wie kann man denn einem Kind so etwas sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt mittlerweile 32 Jahre alt. Mhm. Seit dem Zeitpunkt habe ich kein gutes Verhältnis mehr zu meiner Mutter gehabt. Ja, verständlicherweise. Wir haben ständig gestritten. Wir haben, bitte? Verständlicherweise. Das, ja. Natürlich. Ja, auch kein gutes Verhältnis zu deinem Vater. Ja. Hoffentlich. Nein, doch, ein gutes Verhältnis zu meinem Vater schon, weil der hat ja hinter mir gestanden. Das Problem ist nur, meine Mutter hat die Hosen an. Ach so. Na gut, aber er hat sich auch nicht durchgesetzt und er hat den nicht angezeigt. Aber ja, er hat zumindest so emotional auf deiner Seite gestanden. Ja. Mhm. Lebt der Großvater noch? Ich bin ihm noch nicht immer so böse. Ja, lebt der Großvater noch? Nein. Nein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wie lange ist er schon tot? Ach, das weiß ich nicht. Ich habe 5 Jahre lang keinen Kontakt zu meinen Eltern gehabt. Mhm. Aber das war ist eine andere Geschichte gewesen. Als die Todesnachricht kam, warst du da Freude, Erleichterung? Nein, es war mir eigentlich egal. Mhm. Das ist ja komisch, das war mir egal. Weil die Todesnachricht, die habe ich vor 2 Jahren gekriegt erst. Wie gesagt, ich habe viele Jahre keinen Kontakt mit meinen Eltern gehabt. Und er ist da zwischendrin irgendwann an Darmkrebs gestorben. Du hast gerade am Anfang gesagt, dass du auch angerufen hast zu dem Thema zur Lüge gezwungen. Das heißt, du warst dann auch gezwungen, deinen Mund zu halten. Ja, genau. All die Jahre. Ja. Wer hat es denn dann später, als du älter wurdest, erfahren? Ein Psychologen. Nur ein Psychologe? Ja. Sonst? Und meine beste Freundin und meine Cousine. Und da in dem Dorf, in dem ihr gewohnt habt, ist das nie rund gegangen? Nie. Nie? Nie. Der ist dann die da als... Die muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich werde es bis heute nicht verzeihen. Ich kann das nicht vergessen und ich werde es auch nicht verzeihen, dass meiner Mutter die Nachbarn, das Gerede der Nachbarn wichtiger war wie ihr eigenes Kind. Mhm. Schrecklich. Ganz schrecklich. Also das ja. Ganz schrecklich. Und, ich bin danach halt auch richtig abgerutscht, auch in der Schule und ich war übrigens auch nicht so in der Schule. Mhm. Habe auch psychische Probleme gehabt, Angstzustände. Mhm. Ich hab ein Verhalten an den Tag gelegt, das Verhalten habe ich jetzt auch heute noch. Das ist ja auch alles nachvollziehbar, wenn man sowas Schlimmes durchleiden musste, wie du es hast durchlitten. Ja. Wie geht es dir denn ganz aktuell so heute, Nadine? Ich habe halt ein psychisches Problem, sage ich jetzt mal einfach. Mhm. Ich will nicht damit hausieren gehen, aber ich habe mich damit ab... Also meine Ärzte sagen, Frau Gumsheimer, Sie werden, glaube ich, nie wieder in normalen Arbeitsleben kommen können. Oder ich war in einer Art... Entschuldigung. Bist ein bisschen aufgeregt. Ist ja auch verständlich, wenn man so eine Hardcore-Geschichte erzählt, dass man das nicht so ganz locker und flockig erzählen kann. Ich habe angefangen, in einer arbeitstherapeutischen Werkstatt zu arbeiten. Da habe ich auch versagt, weil ich mich immer irgendwie selbst unter Druck gesetzt habe. Und die haben gesagt, Frau Gumsheimer, wenn Sie sich selbst so unter Druck setzen, können wir mit Ihnen nichts anfangen. Mhm. Wo lebst du heute? Lebst du alleine oder in... Nee, ich wohne in einem Frauenwohnheim. Ach so, in einem Frauenwohnheim. Kein Frauenhaus, sondern ein richtiges Wohnheim nur für Frauen. Und fühlst du dich ja wohl? Die meisten haben auch psychische Probleme hier drin. Ja, fühlst du dich da wohl? Es ist ein Dach über dem Kopf, sage ich einfach mal. Klingt nicht so gut. Also wohlfühlen tue ich mich einfach eigentlich nur, wenn ich in meinem Zimmer bin, wenn ich alleine bin. Nadine, ich weiß jetzt nicht, wie weit du so betreut bist, auch gut betreut bist. Betreut. Du bist betreut. Ich bin betreut. Können wir dir insofern keine Hilfe leisten? Also ich bin betreut und es geht mir eigentlich relativ gut, auch wenn ich jetzt keine Arbeit habe, keine richtige Arbeit. Ich arbeite zwar, aber nur 4 Stunden am Tag. Mhm.
Hauptsache, ich habe was zu tun. Hauptsache, mir fällt die Decke nicht auf den Kopf. Aber da sieht man auch wieder mal, was für ein schlimmer Schaden in einem Menschen angerichtet werden kann, wenn ein Mensch in Kinderzeiten so schlimm behandelt wird, wie du behandelt wurdest. Liebe Nadine, ich will dich jetzt auch mal erlösen hier von dem öffentlichen Gespräch. Ich finde es sehr tapfer von dir, dass du mich angerufen hast. Und du hast das schon gut erzählt. Wir haben das alle sehr gut verstanden und mir tut das sehr leid, was dir passiert ist. Wirklich. Ja. Und wünsche dir jetzt für dein jetziges Leben und für die Zukunft von Herzen alles Gute, damit du all die Dinge machen kannst und schaffst du die du dir so wünschst und vorstellst. Alles Liebe von Herzen. Danke. Ach, Domian? Ja. Ich möchte nur eins sagen zu dem Anrufer vorher, der Kai. Mhm. Der ist ja auch adoptiert. Ne? Ja. Ich kann das ganz gut nachvollziehen. Vielleicht deswegen, weil meine richtige Mutter hat auch versucht, mich abzutreiben. Mhm. Sie hat versucht, mich zu töten. Mhm. Und ich wünsche ihm auf jeden Fall ganz viel Glück morgen. Das ist ja nett von dir. Falls er da jetzt zuhört, wünsche ich dir viel Glück, Kai. Und übrigens, mein Bruder heißt auch Kai. Sehr lieb von dir, Nadine. Das finde ich wirklich sehr, sehr, sehr freundlich. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Danke. Und hier ist der Martin. Martin ist 42. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, Martin. Ist mal wieder schön, dich zu sprechen. Ich hatte schon mal 2005 das Vergnügen, da haben wir über mystische Sachen gesprochen. Sag bloß, 2005 ist ja lange her. Das ist ein bisschen her, ja. Um was geht's denn? Es geht heute darum, ich fange am Montag meinen Traumjob an. Am Montag fängst du deinen Traumjob an? Was ist dein Traumjob? Mein Traumjob ist für Tiere, sich hinzugeben oder für Tiere was zu tun. Ich habe immer gesagt, früher mal, mein Traumjob wäre Anwalt der Tiere, aber sowas gibt's ja leider nicht. Und ich fange in einem Kleintierkrematorium im Rosengarten an. In einem Kleintierkrematorium? Ja, ich dachte jetzt, du würdest irgendwie in einem Tierpark anfangen, oder? Nein. Und zwar, ich habe damals auch mal das Schönste, was für mich auf der Welt war mein Hund, mein Carlo-Bär. Und der ist 12 Jahre alt geworden und ich habe durch Zufall davon erfahren, dass es heutzutage sowas schon gibt, ein Kleintierkrematorium. Das wusste ich auch nicht. Ja. Dass es ein Krematorium für Tiere gibt. Ja, genau, richtig. Ja. Das ist für Kleintiere, für Katzen, Nager, Vögel, Reptilien und Hunde. Und dort können die toten Tiere dann eingeäschert werden, das heißt, sie werden verbrannt. Ja. Und die Urne wird den Tierbesitzern, den Haltern sozusagen dann mitgegeben. Entweder, dass sie sie im eigenen Garten beerdigen können bei sich oder... Oder ins Wohnzimmer stellen. Oder ins Wohnzimmer stellen. Und letztendlich... Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Ja. Das, am Anfang klang das so, dass du für Tiere gerne was tun möchtest und sehr tierlieb und tierfreundlich bist. Aber das ist doch eigentlich dann eine sehr traurige Arbeit. Das ist einesteils eine sehr traurige Arbeit. Andersrum aber auch weiß ich es selber, wie wichtig das ist für die Tierbesitzer, dann in dem Moment, dass es sowas gibt, dass die Möglichkeit haben und auch was die Trauerbewältigung angeht, dass sie also auch live dabei sein können beim Abschied nehmen und. Achso, die Besitzer können dann auch in diesem Krematorium zugucken? Richtig, genau, die können auch zugucken, können auch live dabei sein. Das Tier wird dann nochmal aufgebahrt und das machen die wunderschön. Ich kann es mal von meinem eigenen Hund sagen, der hat ein kleines Bettchen bekommen, da waren Herzen drauf, da war eine Rose drauf und dann kann man auch Spielzeug noch mitgeben. Und dann nimmt man sozusagen Abschied in einem Ruheraum und dann wird sozusagen das Tier verbrannt und man kann die Asche dann nachher in der Urne mitnehmen. Aber den Abschied, den man dadurch nehmen kann, weil man ja live dabei ist nochmal, ist es eine wunderbare Sache für den Tierbesitzer, der also ganz stark an seinem Tier jagt. Jetzt bin ich gerade etwas hin und her gerissen. Ja. Ich bin auch ein großer Hundefreund. Ja. Und kann auch nachvollziehen, dass das natürlich sehr, sehr traurig ist, wenn man einen Hund verliert, wenn man ihn viele, viele Jahre mit verbracht hat. Ja. Insofern auf der einen Seite großes Nachvollziehen, auf der anderen Seite ist es nicht auch ein bisschen übertrieben? Vermenschlichen wir das alles dann nicht zu sehr? Sind das nicht schon fast amerikanische Verhältnisse? Ja, gut, könnte man vielleicht von der anderen Seite auch skeptisch betrachten, wobei wenn man unter dem Aspekt, was passiert sonst mit den toten Tieren, dass sie dann zu Seife verarbeitet werden und, wenn ich mir dann vorstelle, man hat 12, 15 Jahre wunderbar mit einem Haustier zusammengelebt, das war vielleicht für manch einen älteren Menschen das Ein und Alles und dann erfährt man nachher, es wird zur Seife gemacht oder sonst was. Das ist natürlich schlimm, ja. Das ist natürlich dann auch schlimm und wenn man ja die Möglichkeit hat, man muss es ja nicht in Anführungsstrichen die Extremen, es vielleicht mit nach Hause nehmen, sondern
vielleicht eine Ruhestätte, vielleicht auf der Lieblingswiese oder im eigenen Garten oder sonst was. Von daher eine prima Sache. Was kostet denn der Spaß? Nehmen wir mal von der Größe ein Schäferhundes, ein Tier eines Schäferhundes. Also da kommt zum Beispiel, gibt es ja die Einzelkrematierung, also die Einzeläscherung, die kostet ca. 260 Euro. Eine ganze Menge. Ja, das ist eine ganze Menge. Und also man geht immer vom Gewicht aus. Ja. Wir gehen jetzt mal von 40 Kilo vielleicht aus. Ja. Und wenn man eine Sammeleinäscherung macht, die würde 150 Euro kosten. Da sind dann mehrere Tiere. Da sind mehrere Tiere und die würden dann sozusagen auf dem Garten dort oder in der Ruhestätte dort vor Ort zusammen verstreut werden. Ach so, da kriegt man nicht eine Urne mit dem ganzen Gemisch von. Weil da weiß man ja nicht, ob der Bello jetzt mit dem Husky zusammen und so weiter. Ja. Ja, aber für die halt, die wirklich ganz doll an ihrem Tier gehangen haben, die haben halt die Möglichkeit gut. Und sehen die Urnen so aus wie Menschenurnen? Gibt's verschiedene, gibt's auch schon mittlerweile, ach weiß ich nicht, sag ich mal 100 verschiedene, 1000 verschiedene. Auch wahrscheinlich viele verschiedene Größen. Für einen Kanarienvogel reicht sowas. Richtig. Ganz kleines wie ein Glas aus und für einen Hund oder ein Pferd gar. Ja, kann man Pferde. Pferde sind ja, das sind ja Huftiere. Ach, das und Nutztiere. Und die dürfen da nicht kaputt werden. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass mit diesem Job fängst du am Montag an und das ist so quasi dein Traumjob. Ja, richtig, genau. Wie bist du daran gekommen? Und zwar, weil ich selber einen Hund hatte, der selber an dem Punkt nachher, der ist mir dann irgendwann verstorben und ich hatte aber rechtzeitig davon gehört, dass es das gibt mittlerweile und habe mich dann darüber informiert und bin dann auch live dort mit rübergefahren und habe sozusagen die letzte Ruhe und den letzten Abschied mit ihm gemeinsam dort verbracht und habe selber wunderschön Abschied nehmen können und dadurch, dass es mir super geholfen hat beim Abschied nehmen, kann ich es nur jedem weiterempfehlen, der in Anführungsstrichen sein Tier genauso abgöttisch liebt, wie ich es geliebt habe. Für die Menschen ist es eine wunderbare Sache. Gibt es denn in Deutschland viele von diesen... Zwei wohl meines Erachtens. Eines in Bad Berben, wo ich da anfange, das ist in der Nähe von Osnabrück und dann glaube ich noch im Münchner Raum auch nochmal eins. Achso, ist wahrscheinlich eine Marktlücke und wird könnte ich mir gut vorstellen, dass das in der nächsten Zeit in den Ballungsräumen zumindest so etwas auch angeboten wird. Und die Menschen neigen ja wirklich schon teilweise, da kann man ja auch wieder geteilter Meinung sein, mehr zu den Tieren, als die regen sich ja mehr auf, wenn Kinder unten im Buddelkasten spielen, laut, als wenn der Hund, keine Ahnung, was da bellt. Ja, mittlerweile ist es ja teilweise schon wirklich so. Ja, also ein sehr kurioser Beruf, aber du erzählst das ja mit so einer Empathie, dass du, dass es für dich dann auch genau das Richtige ist, obwohl du natürlich dann immer tote Tiere siehst. Ne? Das ist ja so. Gut, und die Trauerbewältigung natürlich auch mit den Tierbesitzern dann natürlich. Und traurige Menschen siehst, genau, das ist dann so. Aber ich denke mal, die Kraft, die ich ihnen da vielleicht geben kann, weil ich es ja selber erlebt habe, dass es denen dann auch wieder weiterhilft und dass sie nachher vielleicht genauso dankbar darüber sind. Wie du. Wie ich das nachher. Verstehe. Ja, Martin, dann wünsche ich einen guten neuen Start in das Berufsleben am Montag und alles Gute. Dankeschön. Und ich wünsche dir noch toll, toll, toll mit deiner Sendung. Danke sehr. Wunderbar. Dankeschön. Ja. Tschüss. Und hier ist die Waltraud. Waltraud ist 51. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Waltraud, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich habe gestern deine Sendung gesehen und die erste Anruferin war, den Namen weiß ich nicht mehr, eine junge Frau, die der Prostitution nachgegangen ist. Und ich habe leider das ganze Gespräch nicht verfolgen können, weil ich dann spontan angerufen habe und welch ein Glück, ich bin auch durchgekommen. Es ging auch um das Dilemma, dass sie ihrem Freund das noch nicht erzählt hat, dass sie als Prostituierte arbeitet. Das habe ich mitgekriegt. Und sie sagte auch so ein bisschen, dass sie schon emotional, sexuell abgestumpft ist durch den Job. Und da ich selber Prostituierte bin, seit 12 Jahren, ich habe sehr spät angefangen mit 39. Das kann man? Das geht? Man kann so spät anfangen? Ja, ich sag mal jetzt so, man muss noch entsprechend aussehen nicht? Und das... Bist aber jetzt immer noch in dem Job drin? Ich bin noch dabei, aber ich mache entsprechend weniger, weil ich muss dazu sagen, ich wohne in der Ostregion, also direkt Tschechien, Polen, Grenze und da... Konkurrenz ist groß. Wer das weiß, nicht nur die Konkurrenz, sondern auch die Preise. Die Preise, natürlich, und so weiter. Ja. Aber ich habe eine kleine Rente und ich muss das machen, weil ich sonst nicht zurande komme finanziell. So, jetzt wolltest du Bezug nehmen auf die Anrufe. Ich wollte jetzt Bezug nehmen, ja. Und zwar ist mir aufgefallen, dass sie sagte, sie macht Haus-Hotel-Besuche und hat natürlich auch horrende Summen genannt, die sie da im Monat verdient. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Stadt sie kam, sicher aus einer Großstadt, denn ansonsten ist es man schlecht mit solchen. Weil... ich habe da schon mal so ein bisschen rumgehört und es ist ist egal, Berlin, Hamburg, also die haben alle zu kämpfen in der in dem Milieu, ne? So, und mir ging es darum, dass sie dann, wo sie dann sagte, dass sie einen Freund hat und dass sie keine Lust hat, mit ihm zu schlafen oder dass sie abgestumpft ist. Genau.
So, und jetzt muss ich mal sagen, ich bin ja mit 39 eingestiegen und war sexuell, natürlich privat, wie das jeder so hat, aber ich wusste nicht, was es heißt, professionell das zu machen. Mhm. Ich musste sehr viel Lehrgeld bezahlen, ich glaube, wie jeder, der anfängt, sei es mit Umgang mit Kondomen und so weiter, weil es ja doch nicht so Praxis ist, dass man privat so sehr viel immer damit umgeht. Mhm. So, und ich muss sagen, ich habe das aus Berufung gemacht, weil ich gespürt habe, immer vorher, dass irgendwie... Dass ich das machen muss. Warst du denn, als du in den Job reingegangen bist mit 39, in einer Beziehung? Nein, ich war nicht in einer Beziehung. Warst du nicht? Wie hast denn du das dann später erlebt? Ist deine Sexualität auch abgestumpft, deine private Sexualität? Ja. Ja. Erzähl mal. Und zwar ist das so, ich wollte diese Dienstleistung machen, weil ich habe gemerkt, dass ich das kann. Mhm. Also ich wusste nicht genau, wie Regeln und so weiter sind, aber das lernt man ja dann irgendwann doch in diesem Job. Mhm. Und ich hatte gar keine Zeit für Privatbeziehungen, weil ich habe in einem Bordell gearbeitet, 2-3 Jahre. Ja. Und es lief auch ganz gut. Und ich bin sowieso von Natur aus sehr lernfähig und kann schnell denken. Und gab es denn dann irgendwann eine private Beziehung im Laufe der Jahre? Ja, es gab, aber die war sehr kaputt. Und ich muss dazu sagen, ich war froh, dass ich jemand gefunden hatte, der das... toleriert hat. Hm. Wie ist es denn heute? Bist du heute in einer Beziehung? Nein, ich bin in keiner Beziehung. Und ich denke mal, dass es für mich in Zukunft eventuell auch keine geben wird, weil ich habe meine Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Männern Kontakt hatte, also meistens gehe ich auf so eine Flirtline. Hm. Und das ist ja 99% wirklich Mist, das muss ich mal sagen. Hm. Aber ab und an findet man ja doch jemand Vernünftiges. Und egal, was ich gemacht habe, ob ich mich geoutet habe, ja, wenn ich mich geoutet habe, dann gab es ja die allermöglichsten Reaktionen. Die erste Reaktion ist immer sehr tolerant. Ja, also, ja, das gibt's doch und der Job, der ist 100 Jahre alt und bla bla bla. Und ich habe immer gewusst, dass die Männer auch nachdenken müssen. Weil diese Toleranz kann ich gar nicht voraussetzen. Mhm. Dass das jemand privat dann trennen kann und nicht daran denkt, dass seine Frau... So und so. Also was mich so interessiert ist, wenn du dem zustimmst, dass es bei dir auch so ist, dass die Sexualität abgestumpft ist. Das heißt im Klartext, dass du privat gar keine Lust auf Sex hast. Ist das so? Nein, das stimmt so nicht. Aber ich werde dir jetzt mal etwas sagen, was ich mitgekriegt habe. Ich war ja nun auch schon älter und habe viele Mädels auch nicht krepieren sehen, aber richtig kaputt dran gehen gesehen in dem Job. Es ist so, ich habe das unterschätzt, was dieser Job, wenn man das über Jahre macht, seelisch mit einem macht. Ja? Was macht es? Unterbewusst so. Was macht er? Ja, das macht so, dass man durch diese, weißt du, wenn du diesen Job machst und diese Männer kommen zu dir, dann bist du ständig unter Kontrolle. Du bist immer konzentriert. Mhm. Du achtest auf das Kondom, du achtest auf Bewegungen, du achtest darauf, du willst ja auch den Mann zum Orgasmus führen, das ist dein Job, dafür bezahlt er. Und könnte es sein, dass man sich dann in einer Privatbeziehung genauso verhält? Richtig. Man kann diese, wenn man das sehr lange macht, man kann diese Kontrolle, obwohl man das möchte, gar nicht abschalten. Schlecht abschalten. Das heißt, man liegt mit dem Liebsten im Bett und man verhält sich so wie als Hure im Job. Nicht ganz, aber man kann sich schlecht fallen lassen, weißt du. Jetzt erklär mir doch mal bitte, du hast gerade gesagt, also ganz ist die sexuelle Lust nicht weg, auch wenn man das als Job den ganzen Tag macht. Die ist nicht weg, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und wenn eine Hure sagt, dass sie, das ist der Job und ich empfinde nichts und sowas alles, das habe ich alles so oft gehört. Mhm. Aber ich muss sagen, da ich ja Single war, habe ich mir natürlich, wenn jemand, es gibt ja auch nette Leute oder was, und wenn, ich habe mich dann irgendwann in dem Moment fallen lassen und habe gesagt, warum soll er mir nicht einen Orgasmus verschaffen, dann habe ich auch was davon. Also dann viel also, Spaß. Okay, das gibt es durchaus auch im Beruf der Prostitution. Natürlich, und wenn mir jemand was anderes erzählt, weil sie sich da nicht outen wollen, dann ist das ihre Sache. Ich könnte mir vorstellen, wenn man jeden Tag, ich weiß nicht, so und so viel freier hat, dass man dann, wenn man nach Hause kommt, vielleicht eine viel größere Sehnsucht nach Zärtlichkeit hat und sich fallen zu lassen. Das sprichst du mir aus dem Mund, das ist wirklich so, dass man eher jemanden zum Anlehnen braucht und Verständnis und Wärme als diesen Vorgang. Dieser Akt. Ne? Der Akt, ja. Der Akt. Mhm. Und das ist eben so verrückt. Ich habe das selbst mitgekriegt, selbst wo ich so in einer, mehr oder weniger Beziehung war und ich hatte keine Lust oder sonst was. Und dann habe ich mir im Kopf gesagt,
du bist professionell, das machst du, legst dich hin, der hat seine, und das ist so, so, nicht pervers, aber das ist schon so verrückt, weil man kann das, man hat es ja in. Ja, aber das darf man natürlich in einer Beziehung dann nicht so machen, weil das ist... Na, selbstverständlich nicht. Walter, du bist 51, sagst du? Ich bin 51. Wie lange willst du das noch machen? Wie lange Wenn es nach mir ginge, würde ich es bis 100 machen. wobei du dich gerade sehr kritisch geäußert hast über diese Tätigkeit. Warum willst du es dann so lange machen? Ja, das ist die eine Seite. Ich bezahle einen hohen Preis und ich bin dieses eingegangen und ich habe das, ich weiß ja das Gefühl ja nicht erst seit gestern, dass ich da was verloren habe an Seele oder an sowas, aber es ist meine, wie gesagt, Berufung und ich mache das gern, aber ich mache das nicht gern, weil ich ein Nymphoman bin oder was, sondern weil ich diese Dienstleistung als solche okay finde und dafür eben auch Geld kriege. Ja. Und also das heißt, wie lange kann man denn als Prostituierte arbeiten? Dazu muss ich sagen, es kommt drauf an, wie man sich körperlich gehalten hat, was man noch, Gesicht ist ja auch wichtig, wenn man zu viel Falten hat und so weiter, das haut nicht hin. Ja. Bei mir geht das alles noch, ist alles noch okay. Wobei sicherlich auch viele Männer oder auch jüngere Männer auf Mädels oder Frauen stehen, die etwas reifer sind. Das gibt es bestimmt auch, ja. Das ist ja nicht nur eine körperliche Dienstleistung, sondern ich sag immer wieder, du bist ja Schauspielerin ohne Ende, das muss so sein, weil die Männer wollen ja auch freundlich behandelt werden und das ist ja auch alles soweit in Ordnung. Ja. Aber ich bezahle diesen Preis, dass ich wahrscheinlich privat sehr schwer mit jemand umgehen kann. Und wenn, ich habe zurzeit jemand, mit dem ich mich unterhalte, dem habe ich das auch gesagt. Er hat gesagt, weißt du was, wir sind erwachsen, ich kann damit umgehen. Er weiß noch gar nicht, glaube ich, wovon er spricht. Aber er hat, glaube ich, Rückgrat und er möchte mich kennenlernen, und ich werde es versuchen. Also, dann wünsche ich dir für diesen Kontakt einfach viel Glück, dass es sich so entwickelt, wie du das gerne möchtest. Und fand es toll, dass du so aus deiner Warte, vor allen Dingen auch mit der Erfahrung im Hintergrund, uns mal so deine Sicht der Dinge erzählt hast. Vielen Dank für deinen Anruf, Waltraud. Ja, danke auch. Alles Gute und Glück dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr mich gerne erreichen wollt, dann meldet euch. Und jetzt bin ich verbunden mit Sven. Sven ist 32. Guten Morgen. Hallo Sven. Guten Morgen. Hallo Sven. Um was geht's bei dir? Ach Mensch, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sag mal so eine Überschrift, so ein Schlaglicht. So eine Überschrift, 2008, warum ist es noch nicht schon vorbei? Oh. Das heißt, das Jahr hat schlecht angefangen. Ja, das Lachen habe ich trotzdem nicht verlernt. Also das Jahr hat richtig schlecht angefangen, hat dann darin gegipfelt, dass meine Lebenspartnerin heute, vielmehr gestern am 21.02. Geburtstag hatte, 39 geworden ist. Du hörst, sie ist ein bisschen älter als ich. Ja gut, aber das geht ja noch. Ja, klar. Ja, denke ich auch. Ja. Meine Eltern sehen das anders, aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Nun ist es so, dass ich sie gestern Abend an ihrem eigenen Geburtstag in die Neurologie gefahren habe und dort mit Verdacht auf Schlaganfall eingeliefert habe. Das ist natürlich alles nicht so prickelnd. Gestern, wie viele Stunden sind jetzt vergangen seitdem? Seitdem ich wieder zu Hause bin, sind jetzt 3,5 Stunden vergangen. Wie ist Ihr Zustand? Ihr Zustand selber ist relativ gut. Die Ärzte haben auch ganz gute Hoffnungen, muss man ganz ehrlich sagen, in dem Fall. Welche Symptome hatte sie? Ja, das war eben, sie hatte ja gestern Geburtstag und normalerweise ist so mein Arbeitstag von 8 bis 22 Uhr, wenn es dumm läuft. Und so lang, was machst du vom Beruf? Ich bin in der Finanzbranche tätig und habe da eben abends dann häufig Termine. Habe das Ganze natürlich gecancelt und bin heute ein bisschen früher, ich sage jetzt einfach mal heute, ein bisschen früher nach Hause gekommen und ja, nun war ich um 17 Uhr, 18 Uhr sowas in dem Drehraum zu Hause und ja, sie war noch frohen Mutes und sie hat sich gefreut und wir wollten Geburtstag feiern, hatten dann auch über eine beste Freundin von ihr noch irgendwie eine nette Überraschung für sie parat mit Kabarett und netten Menü essen und so weiter und so fort. Und ja, ich war da und sie wusste davon ja nichts und ich musste ihr dann beibringen, dass sie sich nun mal fertig machen muss. Und sagte zu ihr, du Mensch, du telefonierst zwar gerade so in der Art, per Zettelchen, mach dich mal fertig und wir müssen in einer Dreiviertelstunde los. Da war sie natürlich dann auch noch ganz happy und sprang in dem Moment mehr oder weniger auf und sagte zu mir, oh, jetzt muss ich mir erstmal setzen, es ist mir richtig schwindelig. Ja, und als sie dann so richtig schwindelig war, versuchte sie mir noch irgendwie was zu erzählen und da kam, außer ich nenne das jetzt mal ganz salopp, den Humor darf man auch im Schaden nicht verlieren,
Affengetöne raus, also so blah, blah. Sag ich, was sagst du mir, was erzählst du mir? Aber da hast du schon gemerkt, das ist irgendwas Ernstes. Und ja, ich hatte vor 10 Jahren meine Großmutter in ähnlicher Situation erlebt, da habe ich auch den Schlaganfall live mitgekriegt. Und dann sagt sie wieder bla bla und dann dachte ich, die macht irgendwelche Späße mit mir, ne? Sie saß auf einem Stuhl? Ja, sie saß auf dem Stuhl. Und war so zusammengesackt etwas? Ja, so ein bisschen zusammengesackt, weil sie so etwas schlecht ging. Ich sagte mir jetzt ganz schwindelig, dann sage ich, Mensch, hast wahrscheinlich den ganzen Tag nichts gegessen und den ganzen Tag nichts getrunken. Und erstmal hier, erstmal noch einen Joghurt vorweg, ne? Und trink mal ein bisschen was. Und dann sage ich, hallo, verscheiße mich jetzt mal nicht, was willst du mir erzählen? Und dann sagt sie, ja was denn, ich rede doch die ganze Zeit mit dir normal. Also da kam dann wieder ein normaler Satz raus und dann ging das nochmal so ein bisschen weiter. Wann hat es denn bei dir Klick gemacht, dass du den Krankenwagen anrufen musst? Eigentlich beim zweiten Mal bla bla. Vielmehr auf jeden Fall bei dem Satz, wo sie sagte, ich verscheiße dich nicht. Also da kann man ja hoffen sagen, dass ihr sehr schnell gehandelt habt, was ja super wichtig ist beim Schlaganfall oder beim Verdacht auf Schlaganfall. Hätte ich ganz gerne. Sie war dann nach so 10 Minuten wieder relativ klar. Oder vom Gedanken her war sie eigentlich immer klar. Und sie konnte dann auch wieder reden. Nur mit dem Gehen war es dann so, wenn sie zur Toilette gehen wollte, hatte sie so einen leichten Rechtsdrall. Ne? Und dann habe ich gesagt, nun, wir fahren jetzt direkt in die Neurologie. Und dann sagt sie, ja, von wegen und überhaupt nicht und heute habe ich Geburtstag und das mache ich nicht. Und aber ihr seid dann gefahren? Ja, schlussendlich. Die Untersuchungen haben was ergeben? Die haben dann, das war dann mittlerweile, bis das dann alles so weit war und bis wir dann dort waren und bis wir dann dran waren, war das mittlerweile 19.30 Uhr, 20 Uhr. Und da haben sie dann gesagt, okay, wir können heute Abend nichts Großartiges mehr machen, außer eben ein CT. Und auf dem CT erkennst du erst nach circa 24 Stunden, ob es ein Schlaganfall war oder nicht. Das kann aber man sie ist jetzt medizinisch so weit versorgt, was man bei einem Verdacht machen kann. Und, ja. Das ist dann ja schon mal beruhigend. Ja, ist es für mich auch. Zumal die Ärztin gesagt hat, also sowas gibt es zwar in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen auch, dass es ganz normale Durchblutungsstörungen sind, die jeder mal im Bein hat, wie man das so kennt, wenn das Bein einschläft. Ja. Und das gibt es auch teilweise in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen auch im Gehirn. Ja. Und so aber natürlich macht man sich ja irre Sorgen, wenn man sowas miterlebt. Ja, zumal wenn du vor 10 Jahren deine Großmutter im Endeffekt genauso erlebt hast, die dann nach einem absoluten Unfall war, dann drehst du natürlich durch. Ja. Das hast du gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, ich wäre schon froh, wenn 2008 rum ist. Ja. Bezieht sich das jetzt auf diesen Schock, den du heute Abend erlebt hast, oder gibt es noch andere gravierende Sachen, die dich sehr belasten? Im Nachbarzimmer auf der neurologischen Intensivstation liegt mein Bruder. Ach. Der hat vor 3,5 Wochen kam er aus Südafrika zurück. Man glaubt erst an eine Tropenkrankheit, er ist Pilot. Und schlussendlich stellte sich raus, er hat einen Herpes, den du auf der Lippe hast, oder hoffentlich nicht, aber den viele Menschen auf der Lippe haben, hat er im Hirn. Ach du Lieber. Und das hat er sich ja unten geholt? Nein, also das ist wohl klar, dass der das ist ja ein Virus und dieser Virusinfekt nicht unbedingt aus Südafrika kommt. Ach so. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 100.000, dass den ein Mensch bekommt. Wie gefährlich ist diese Erkrankung? So, dass 80% der Menschen, die nicht innerhalb der ersten Woche daran behandelt werden, sterben. Ist er innerhalb der ersten Woche behandelt worden? Nein. Und die es überleben, sind über 60% hinterher mit schwereren Behinderungen versehen. Mein Gott, jetzt hast du da im gleichen Krankenhaus, auf der gleichen Station, zwei ganz, ganz nahe Menschen liegen. Direkt nebeneinander. Unglaublich, das ist ja auch unglaublich. Also das ist faszinierend und das haut dir natürlich so ein bisschen so die Füße weg. Ja, natürlich. Hast du angestellt, dass du da so... Dass du da so vom Schicksal gezeichnet wirst. Ne? Wie geht's denn deinem Bruder im Moment? Ich nenne es einfach mal nach 3 Wochen unverändert. Also ist er ansprechbar? Ja, er ist die ganzen 3 Wochen schon ansprechbar, mal mehr, mal weniger. Also ansprechbar ist er, er reagiert auch mehr oder weniger, hat mit Sicherheit höllische Schmerzen, kriegt Morphine. Und wie alt ist er? Er ist 29, wird jetzt 29. Oh weia, Sven. Was habt ihr hier den schönen Geburtstag feiern wollen? Wie lange bist du mit deiner Freundin, deiner Partnerin zusammen schon? Wir sind knapp
ein Jahr zusammen. Ach so, eine frische Liebe noch. Relativ frisch, ja, aber auch durch die Umstände mit Familie, also dass meine Eltern das eben nicht akzeptieren und dadurch... Hast du gerade angedeutet? Ich meine, du bist 32 und sie 39, du lieber Himmel. Was stellen die Eltern sich an? Ja, ich hatte vor ein paar Jahren eine Beziehung, wo das Altersverhältnis ähnlich war, wo ich sehr unglücklich und lange Zeit, also über ein Jahr auch sehr, sehr drunter gelitten habe, rausgegangen bin. Was meinen Sie, könnte jetzt wieder passieren, weil es eine ältere Frau ist? Parallelen existieren, genau. Ja, das ist doch albern. Ja. Ja. Finde ich auch nicht unbedingt so prickelnd, aber gut. Ja, aber das ist jetzt ein Nebenproblem. Jetzt müssen wir erstmal. Jetzt drücken wir die Daumen, dass deine Freundin wieder auf die Beine kommt, richtig. Und natürlich auch dein Bruder, den es ja nur auch schwer getroffen hat. Ich hoffe das, ja. Also diese Nacht wird wahrscheinlich eine schlaflose Nacht. Ja, und morgen wirst du wieder hinfahren und beide besuchen. Ja, nun, die Besuchszeiten auf so eine Neurointensiv sind natürlich auch ganz klasse. 14.30 Uhr bis 16 Uhr darfst du da Besuch abhalten und den Rest hast du dann fern zu bleiben. Und das ist ja, aber ist das Wochenende jetzt vor der Tür? Da kannst du ja dann oft deine Liebsten besuchen. Ja. Ich wünsche sehr viel Glück und wünsche sehr, sehr von Herzen gute Besserung für deinen Bruder und für deine Freundin. Ich bedanke Sven, alles Gute von Herzen. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Miriam, herzlich willkommen, 30 Jahre alt. Hallo. Hallo Miriam. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. Fang mal einfach irgendwo an und dann finden wir schon den Weg. Ja, also ich habe vorhin die zweite Anruferin gehört und dachte wirklich, irgendwie spricht sie mir aus der Seele oder irgendwie... Das war Nadine, die so schlimm misshandelt, also sexuell misshandelt wurde von ihrem Opa. Also bei mir ist der Fall folgender. Ich habe 2004 nach gut 20 Jahren den Mut gefunden, meinen älteren Bruder anzuzeigen. Ich wurde von ihm über einen Zeitraum von circa einem Jahr sexuell missbraucht. Wie alt warst du da? Ich war dritte, vierte Klasse. Das war, als ich 19 Jahre alt war. Ja. Also man kann es von der Zeit her nicht mehr so wirklich einordnen, weil das Gedächtnis halt nach so vielen Jahren nur noch Orte oder Tageszeiten von hell und dunkel. Mhm. Also man kann es nicht mehr an Zeiten oder genauen Tagen festmachen. Auf jeden Fall hat er das über einen längeren Zeitraum gemacht. Genau. Mhm. Und wie viel älter ist er? Er ist 11 Jahre älter. 11 Jahre. Genau, also er war zu dem Zeitpunkt 20, 21 Jahre alt. Und du hast dich vor ein paar Jahren... hast du dich geäußert dazu? Nee, ich habe mich schon viel, viel früher geäußert. Also es war so, dass er damals, das war der Zeitraum 89 bis 91, in der Zeit hatte er also absolut, also es muss irgendwie so gewesen sein, kein Kontakt wegen der heutigen Ehefrau auch, die er hat, zu meinen Eltern. Mhm. Und 91 habe ich mich dann aufgrund dieses Kontaktabbruches, die er zur Familie hatte, getraut, meinen Eltern mich zu offenbaren. Also da warst du wie alt? 14 Jahre. 14 Jahre alt. Vorher hattest du nichts gesagt? Nein. Weil du Angst hattest? Ja. Und dich auch geschämt hast, wie man das leider immer hört von den Opfern? Ich schäme mich bis heute. Das ist so ein Gefühl, das kann man gar nicht abstellen. Und weil es halt in meinem Fall auch wirklich der eigene Bruder war, es ist halt verdammt schwer gewesen. Weil hatte er dir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, hat er dir auch gedroht, wenn du irgendwas Mama und Papa sagst, dann mache ich das und das? Also das war eben genau das, wie es Nadine vorhin auch beschrieben hatte. Und das tut mir auch, will ich jetzt gerade an der Stelle sagen, für Nadine sehr leid. Sie ist jetzt 32, hat sie gesagt. Mhm. Und sie hätte eben durchaus die Chance gehabt, das noch bis vor 5 Jahren zur Anzeige zu bringen. Mhm. Und hat er dir gedroht, der Bruder? Da ist es eben so, dass meistens die Opfer durch ein Schweigegelübde unter Druck gesetzt werden. Mhm. Und das war bei mir auch der Fall. Also diese massive Drohung bestand darin, dass nach jedem Mal er sagte, dass es unser Geheimnis bleiben müsste. Und wenn ich eben jemandem was erzählen würde, dann würde wohl die Mutti umfallen und ich wäre schuld daran. Ach, wie schlimm, wie also gemein. Es war halt wirklich immer diese Drohung im Raum gestanden. Und dann halt auch immer dieser Nebensatz, ich bin ja dein Lieblingsbruder. Als du es dann gesagt hast, wie haben deine Eltern, wie hat deine Mutter reagiert? Leider wie in den meisten Fällen. Also ich habe bis heute kein Gehör meiner Eltern bekommen. Ich bin, Miriam, ich bin fassungslos, wenn ich das von euch höre.
Es ist so. Ich bin fassungslos. Dass eigentlich denke ich immer, dass man dann als Eltern, als Mutter oder als Vater wahnsinnig wird, wenn man das hört und alles tut, um das Kind zu schützen und sich auf die Seite des Kindes schlägt. Jürgen, du musst Folgendes bedenken. Wenn man es wird bei Nadine auch so gewesen sein. Sie hat ja auch gesagt, sie wohnt da auf einem Bauernhof oder irgendwie was. Mhm. Wenn du aus einem kleinen Ort von der Stadt kommst, dann bist du da bekannter, als wenn du irgendwo in Hamburg mitten in Wandsbek wohnst, wo alles irgendwie anonym ist. Mhm. Und da kennt jeder jeden und meine Eltern waren halt auch da sehr engagiert im Ort. Zu der Zeit war mein Vater da auch in 50. Das ist erklärbar, aber niemals entschuldbar. Nee, auf gar keinen Fall. Aber das war halt für diesen Ort, wäre das ein Skandal gewesen. Verstehe. Aber für dich war es, wenn du als 14-Jährige für dich dann... Für mich war es ein Vertrauensbruch. Ja, also eine Katastrophe, wenn dann die eigenen Eltern, nachdem du dich anvertraut hast, was ja schlimm genug schon alles war, das zu offenbaren... wenn die dann so reagieren, das muss ja ganz schrecklich gewesen sein. Ganz genau. Also es war furchtbar, weil dann hat man sich durchgerungen und hat den Mut aufgebracht, den Eltern zu sagen, was passiert ist. Und in dem Moment saß auch noch mein jüngerer Bruder dabei mit seiner damaligen Freundin. Und es wurde einfach ab dem Moment mehr unter den Teppich gekehrt. Also es wurde hingenommen, es wurde gesagt, ah ja, das ist halt passiert und jugendlicher Leichtsinn und ja, der hat vielleicht ein bisschen probiert und dieses damalige Offenbaren kam aufgrund eines Gespräches heraus, dass meine Mutter früher Pflegekinder hatte. Also sie war Tagesmutter. Lass uns mal eben einen Schnitt machen. Ja. Zu der aktuellen Situation. Ja. 2004 hast du deinen Bruder angezeigt. Genau. Was ist heute mit dem Bruder? Ich habe meinen Bruder angezeigt. Ich bin aus meinem Ort weggezogen, also ziemlich weit, 600 Kilometer entfernt und hatte dann eben mit meinen Eltern einen Streit, der ist eskaliert und habe mich damals, als dann der Kontaktabbruch zu meinen Eltern da war, an Vereine wie Dunkelziffer e.V. in Hamburg und Allerlei Rau e.V. in Hamburg gewandt. Und die haben mir sehr, sehr gut geholfen. Die haben auch den Kontakt zum Weißen Ring hergestellt. Also du hast viel professionelle Unterstützung ganz bekommen. Genau. Und mit Hilfe dieser Unterstützung bin ich dann zu einer Anwältin gelangt. Und die hat mich dann auch informiert, was eine Anzeige so für und wider, also was für Folgen das auch für meine Seele hat. Dass man halt den Familienkontakt natürlich dann komplett verliert. Aber dass es mir andererseits eben hilft, weil ich eben dann vielleicht die gerechte Strafe erzwingen kann. Hat er eine gerechte Strafe bekommen? Für mich schon. Also ich habe von Anfang an gesagt, mir ist eigentlich die Strafe gar nicht so wichtig. Zu was ist er verurteilt worden? Er ist zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden. Hat er die Tat gestanden? Nein, er hat es bis zum Schluss abgestritten und hat, also es war am 17.12.07, es ist jetzt ganz frisch. Und er hat bis zum Schluss gesagt, er würde sich dafür schämen. Also hat er im Gericht gesagt, was ich unserer Familie angetan hätte damals. Das heißt, du kriegst dann nochmal einen drauf jetzt. Ja, genau. Und er hat gegen dieses Urteil Revision eingelegt. Und da habe ich jetzt halt die Information, dass es zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe geht. Und eine Revision ist eigentlich nur eine Überprüfung der Begründung der Gegenseite gegen dieses Urteil. Und zu 99% der Fälle wird es aber bestätigt. Also ich merke, du bist schon sehr, sehr bewandert in den ganzen Verfahren. Und was mir wichtig ist, Domian oder Jürgen, sag, wie du möchtest. Ist einfach, ich möchte die Öffentlichkeit damit eigentlich jetzt auch viel mehr erreichen, heute Nacht noch irgendwie, weil das ist irgendwie so mein Wunsch. Alle, die da draußen irgendwie jetzt am Bildschirm sitzen und alle, die betroffen sind und die Opfer geworden sind durch familiäre Beziehungskisten, Onkel, Großvater, Bruder oder wie auch immer oder auch einen Fremden. Selbst wenn das schon Jahre zurückliegt, die sollen darüber sprechen und die sollen den Mut haben, sich einfach professionelle Hilfe zu holen. Das heißt, du bereust es keinesfalls, dass du ihn angezeigt hast und dass du dieses ganze für dich sicher auch schwierige Verfahren durchgestanden hast. Du findest es gut, dass du es gemacht hast. Es war ein hartes Ding. Also ich habe auch eine Exploration machen müssen, die hat 17 Stunden gedauert. Was bedeutet das? Das ist ein Glaubwürdigkeitsgutachten. Das hat die Gegenseite oder ich glaube das Gericht war das sogar, was das dann von mir
nicht direkt als Muss verlangt hat. Das war eine freiwillige Entscheidung von mir. Das heißt, da wird man ganz intensiv befragt. Genau, da musst du bis ins kleinste Detail alles schildern und wirst auf Glaubwürdigkeit überprüft. Und das alles hast du mitgemacht und heute sagst du, das ist gut, dass du es gemacht hast und empfiehlst es anderen Leuten auch. Auf jeden Fall. Natürlich sollte man sich vorher, so wie du es auch gemacht hast, den professionellen Beistand und die professionelle Hilfe suchen. Was ich zuletzt noch sagen muss, was ganz wichtig ist, das wissen nämlich die meisten nicht. Sag schnell, wir sind gleich weg. Die meisten denken, dass wenn das so lange her ist, dass es verjährt. Eine Verjährung endet im 10. Jahr nach dem 18. Lebensjahr. So, Miriam, das ist eine ganz wichtige Information auch gewesen. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. In der Technik, Gero Kuntermann. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin.